schreibt. Der gelernte Schiffsbauer, umgeschulte Sozialarbeiter, Stadtverordnete und Kreisvorsitzende der PDS, Frank Hammer. Sie haben gerade von Kleist gesprochen in Bezug auf Frankfurt-Oder. Was ist denn für Sie der wichtigste Kleist-Text? Der wichtigste Kleist-Text ist das Erdbeben von Chili. Weil der Text also ungefähr eine Situation beschreibt, die der, in der wir gerade leben, ähnlich ist. Also die hat eine festgefügte Welt, dann gab es also eine Katastrophe, ich sage das jetzt mal so. Dann gab es zwischenzeitlich also bei denen, die die Katastrophe überlebt haben, also die totale Harmonie. Totale Harmonie heißt, es gab keine Hierarchien, alle waren solidarisch, einer gab dem anderen ab. Und irgendwann zum Schluss baute sich das alles wieder neu und die alten Verhaltensweisen wurden wieder neu reproduziert. Eine Stadt wie nach einem Erdbeben. Dieses Bild geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Zwischen Rathaus, Konzerthalle und Kleistmuseum kein Zentrum auszumachen. Auch nicht beim einzigen Hochhaus aus DDR-Zeiten, in dem heute eine gläserne Einkaufsgalerie das übliche Warenangebot ausstellt, von gemeinsamen Polizei- und Bundesgrenzschutzstreifen freundlich gesichert. Frankfurt-Oder, 77.000 Einwohner, 2,5% Ausländer, 27% Arbeitslose. Der 2. Mai ist ein Samstag und das ist die Grenze, die Frankfurt an der Oder definiert. Bis zu 30.000 Menschen strömen jedes Wochenende über die Brücke, die aus der Mitte der Stadt nach Polen führt. Frankfurt an der Oder ist eine Stadt, die 40 Jahre mit dem Rücken nach Polen zugelebt hat. Es wird Zeit, dass Frankfurt schon jetzt ab mit dem Gesicht nach Polen lebt. Aber das ist leichter gesagt als getan. Die andere Uferseite am Ende der Brücke war bis 1945 ein Ortsteil von Frankfurt, die Dammvorstadt. Heute ist Słubice Polens prosperierendste Kaufzone. Ein einziger Schnäppchenmarkt für Zigaretten, Bier, Brot und Wurst und gefälschte Gartenzwerge. Preisvorteil heißt das Zauberwort und billig und schnell sind die geltenden Werte. Nicht viel, damit zwei Völker zueinander kommen. Und während drüben gerafft wird, trifft man hüben immer wieder auf Schmuggler aus Polen, die mit 3-4 Stangen Zigaretten unterwegs sind und auch mal geschnappt werden von den Polizei- und Bundesgrenzschutzstreifen. Und selbstverständlich weitermachen. Die Polen schmuggeln, die Deutschen kaufen, die Völkerverständigung schreitet voran. Sonntag, 3. Mai. Frankfurt-Oder hat viele Kirchen, aber nur noch in wenigen finden Gottesdienste statt. In die Gertraudkirche, die die großen Kunstwerke der zerstörten Marienkirche beherbergt, kommen sonntags höchstens 80 Gläubige, erzählt uns Margret Krebs von der Gemeinde. Man hat nichts mehr gegen die Christen, aber wenn man sich als Christ bekennt, dann steht man doch so ein bisschen da, frommer Träumer, Spinner. Zur gleichen Zeit bei einer Jugendweihe. Das ist der Festredner und das ist das Foto seiner Jugendweihe. Seit 1993 werden wieder Jugendweihen veranstaltet durch die Arbeiterwohlfahrt. In diesem Jahr nahmen 70% des Jahrgangs der 14-Jährigen teil, an 8 Sonntagen von März bis Mai. Festredner waren Minister und Abgeordnete. An diesem Sonntag Mike Teschner, Radiomoderator von Antenne Brandenburg. So, Ihre Jugendfeier. Mit 14 ab heute erwachsen. Bald werden Urkunden überreicht. Eine großartige feierliche Sache. Nehmen Sie Mutter in die Arme. Seien Sie stolz auf den Vater. Genießen Sie die Glückstränen der Oma und hören Sie sich Opas alte Geschichten an. Und dann Kopf hoch, nach vorne blicken. Lächeln und einfach. Eine Stadt wie nach einem Erdbeben, in der die alten Verhaltensweisen wieder neu entstehen. Montag, 4. Mai. Sisyphus oder die Geschichte vom Halbleiterwerk. Das war in DDR-Zeiten der größte Industriebetrieb der Stadt. Geschäftsführer heute ist Diplom-Ingenieur Hans Möhr.
1989, nach der Wende, waren 8.500 Mitarbeiter im Halbleiterwerk Frankfurt-Oder beschäftigt. Und wir sind am 1. März 1993 in ein Joint Venture mit einer amerikanischen Firma eingestiegen und hatten zu diesem Zeitpunkt 1.600 Mitarbeiter. Und über zwei weitere Entlassungswellen haben wir uns reduziert auf 370. Und diese sind dann in die Gesamtvollstreckung gegangen am 25. April 1997. Und dann haben Sie wieder neu angefangen, aus eigener Kraft. Ja, nach der Sequestration und der Prüfung der Möglichkeiten eines Neustartes haben wir am 1.7.1997 die Geschäftstätigkeit aufnehmen können und haben uns seither wieder entwickelt von 110 Mitarbeiter auf 160 Mitarbeiter zum heutigen Tage. Innerhalb von 9 Jahren von 8.500 auf null und jetzt wieder am Start als Kleinbetrieb. Zukunft ungewiss nach wie vor, Hoffnung nur für wenige. Bloß nicht aufgeben, allen Widerständen zum Trotz. Wie haben Sie das eigentlich geschafft, seit 1975 alle Aufs und Abs dieses Werks zu überstehen? Ja, ich glaube, man muss ein wenig bodenständig sein, man muss verbunden sein mit der Stadt, mit den Menschen hier. Und man muss sich der Verantwortung stellen, nicht aufzugeben, auch das Letzte zu versuchen, erfolgreich in die Marktwirtschaft sich zu integrieren. Und mit Hilfe einiger wichtiger Partner, denke ich, ist uns das bis heute ganz gut gelungen. Es gab nie den Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt kann auch ich nicht mehr weiter, jetzt gebe ich auf. Ich persönlich habe zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Ich denke, die meisten Mitarbeiter haben immer die Hoffnung gehabt, dass es weitergehen wird, dass es eine Möglichkeit geben muss, das vorhandene fachliche Personal hier in ein Unternehmen zu integrieren, welches am Weltmarkt erfolgreich sein kann. Am nächsten Tag die Erfolgsstory von Frankfurt. Hauptperson, ein deutscher Professor mit amerikanischem Pass aus Stanford, Hans Weiler. Erster Rektor der 1991 gegründeten Europa-Universität Viadrina. Übrigens, 1506 gab es hier schon mal über 300 Jahre eine bedeutende Hochschule. Preußen verlegte sie nach Breslau. Das Wichtigste, was diese Universität für die Stadt tun kann, ist, ihr wirklich wieder ein Profil, ein Gesicht, eine Identität zu geben als Stadt der Wissenschaft, als Universitätsstadt. Diese Universität ist, glaube ich, der Beweis, dass man Universitäten auch ein wenig anders machen kann. Dass Universitäten nicht notwendig an den nationalen Rahmen gebunden sind, in dem sie traditionell entstehen, in dem sie traditionell funktionieren, sondern dass Universitäten eben auch grenzübergreifend tätig werden können, und zwar nicht nur in irgendeinem sentimentalen, rhetorischen Sinn, sondern ganz alltäglich. Diese Universität überwindet die Grenze sozusagen jeden Tag. 1.300 deutsche, 600 polnische Studenten hat die Viadrina. Sie wohnen in Słubice. Manchmal passiert es sogar, dass ich dreimal die Grenze passiere am Tag. Aber Viadrina, gerade Viadrina, entspricht genau diesem Interesse, auf das ich einen großen Wert lege. Also es gibt für junge Leute mit dem Abschluss von Betriebswirtschaftslehre viele Möglichkeiten. Also die besten Möglichkeiten für mich sind aber internationale Konzerne, die in Polen jetzt immer öfter expandieren. Auf der anderen Seite des Flusses, gerade eröffnet, das Collegium Polonicum der Adam Mickiewicz Universität Posen. Mit den Aufgaben, Polen und Osteuropa in Wissenschaft und Rechtsvergleich darzustellen. Eine Eliteschmiede des Ostens. Das ist fantastisch. Das wird für diese Universität wirklich die Partnerschaft noch mal sehr viel greifbarer machen. Wenn jetzt schon Hunderte von Studierenden jeden Tag über die Brücke gehen, dann werden das ein paar Tausend sein. Kultur und Kulturabbau. Hinterm Bahnhof am Sondergleis, an dem die Züge der Sowjetarmee ankamen und abfuhren, befindet sich Frankfurts neueste Bühne, der Theaterbahnhof. Das Schild Schauspiel, Musical, Oper stimmt nicht mehr. Dieser wehmütige Rigoletto war die letzte Operninszenierung nach über 150 Jahren. Fragen an den Intendanten Manfred Weber.
Sind Sie eigentlich optimistisch oder pessimistisch, was die Situation der Kultur in dieser Stadt angeht? Also ich bin sehr optimistisch, was die Möglichkeiten des Theaters angeht. Aber ich bin pessimistisch, was die Möglichkeiten der Stadt angeht. Es kommen schon neue Kürzungen, sodass das, was eigentlich versprochen war, sehr gefährdet ist. Dennoch versuchen wir mit unserer Theaterarbeit dagegen zu halten. Der Aff ist schon ein Soldat. Die Politik lässt sie im Stich. Ich glaube, das kann man so sagen. Wie ist es denn mit den Besuchern? Es gibt keine Mittelschicht mehr hier. In den letzten 7 Jahren sind 8000 Menschen aus dieser Stadt verschwunden. Und das beschreibt sehr die strukturellen Probleme dieser Stadt. Zudem muss man sagen, gehört ja diese Stadt, hat ja eine enorme Arbeitslosenquote. Und dann befinden wir uns ja auch an der Armutsgrenze Europas. Eine Woche im Mai ist der Theaterbahnhof internationale Studentenbühne. Unter der Schirmherrschaft des Rektors der Viadrina gastierten diesmal Gruppen aus Frankreich, Polen und Deutschland im ehemaligen Wartesaal der russischen Offiziere. Donnerstag, 7. Mai, auf der anderen Seite des Bahnhofs. Wer würde das für möglich halten, dass sich hier Henry Maske zur Boxweltmeisterschaft hochtrainiert hat? Jetzt ist es Axel Schulz. Er und Trainer Manfred Wolke sind Frankfurts Boxlegenden, nachdem Maske in den Westen gezogen ist. Warum bleiben Sie? Warum sind Sie geblieben in Frankfurt an der Oder? Es ist eigentlich nicht mein Charakter, einfach fortzulaufen, wegzugehen. Ich bin ganz einfach gewohnt, die Sache selbst aufzubauen, selbst in die Hand zu nehmen. Andersrum muss ich sagen, ich wohne hier seit fast 30 Jahren jetzt. Und meine Familie ist hier und irgendwo ist dieses gesamte Umfeld ja doch mein Leben. Und ja, sicherlich. Wir hatten ja zum Anfang mal ein Angebot gehabt aus den alten Ländern mit dem Trainer halt zusammen oder wir drei damals zusammen. Und wir haben uns dafür entschieden, hier zu bleiben und ich werde nach meiner sportlichen Laufbahn hier bleiben. Also steht eigentlich nichts im Wege. Und warum? Ja, das ganze Umfeld gefällt mir. Also von der Stadt selber ist man natürlich irgendwo enttäuscht, das ist ganz klar, weil zu wenig draus gemacht wird aus der ganzen wirtschaftlichen Situation. Aber für mich ist entscheidend, dass ich mich wohlfühle. Meine Geschwister sind hier, bekannte Freunde, die mich schon länger kennen. Und so eine Punkte sprechen eigentlich dafür. Die Landschaft ist schön im weiteren Kreis her gesehen. Und so eine Seiten sprechen natürlich dafür. Wir sind im Jahr 8 der Einheit. Ist das eigentlich eher eine fallende Kurve oder geht es wirklich von Jahr zu Jahr besser voran? Auch was die Stimmung angeht, auch was die Hoffnungen und sagen wir mal auch die Enttäuschungen angeht. Ja, das wissen Sie, das ist sehr schwierig. Gucken Sie, das wird immer in dieser Gesellschaft jetzt, das ist eine echte Leistungsgesellschaft, eine richtige Gesellschaft, wo es um Durchsetzung geht. Wer sich durchgesetzt hat, dem geht es natürlich gut, das ist keine Frage, aber wir sind es ganz einfach gewohnt, auch aufs Umfeld zu gucken. Und wir sehen eben, dass in vielen Dingen die Sache leider nicht so ist, wie sie alle die Sache 1990 oder den Umschwung 1990 erhofft haben. Und da sind schon sehr viele, die eben, wo man wirklich von einem Absturz sprechen kann, wo man von Leuten, von Schichten sagen kann, die gerade an der Armutsgrenze leben. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, ich habe mit diesen Dingen kein Problem, aber ich sehe eben immer die Bevölkerung oder den Mensch an meiner Seite. Und da gibt es schon Probleme, die sehr viele sich eigentlich die alte Zeit wieder wünschen. Haben Sie eigentlich an dieser Stadt was auszusetzen, an Ihrer Politik? Oder kümmern Sie sich um sowas eher nicht? Doch, das ist schon erschreckend, wenn man sieht, wie Frankfurt sich entwickelt hat oder dass das eigentlich stehen geblieben ist für meine Begriffe. Von der Wirtschaftlichkeit her, von der politischen Führung eigentlich ist das für mich völlig stehen geblieben. Also da hat sich nichts getan, wenn ich sehe. Das ist wahrscheinlich auch ungünstig mit einem parteilosen Bürgermeister an der Spitze, dass man da eben halt nicht so viel bewegen kann, als wenn da doch, egal welche Partei hintersteht, das sieht man irgendwo in Sachsen, dass da doch ein bisschen mehr passiert. Und wir haben, glaube ich mal, oder wir hätten eigentlich einen Vorteil mit der deutsch-polnischen Grenze hier, dass wir doch ein bisschen ausbauen könnten oder viel mehr Wirtschaft hier ranlocken könnten. Aber da bin ich eigentlich ein bisschen unzufrieden über die Führung der Stadt. Erinnerungen. Schulz gegen Formen, Maske und Wolke im Moment der Weltmeisterschaft. Fotos von Winfried Mausolf, der auch jetzt das Training fotografiert.
600 jüdische Bürger hatte Frankfurt an der Oder vor 1933. Heute keinen einzigen. Hans Heilborn wurde hier geboren, den Rassegesetzen nach Halbjude. Er ist aus Berlin nach Frankfurt zu einer persönlichen Spurensuche gekommen. Sein Vater besaß eine große Fabrik. Er selbst musste die Schule mit 16 Jahren verlassen. Und wir waren ja die 25 Leute, die in den Forstarbeitslägern hier um Frankfurt an der Oder noch tätig gewesen sind. Und dann ins Polizeigefängnis am 16. Oktober 1944 verschubt nach Berlin und von dort Hals über Kopf nach Theresienstadt abgeschoben worden. In der Huttenstraße stand sein Elternhaus. Dort sieht nichts mehr aus wie vor dem Krieg. Selbst die Hausnummern sind heute andere. Hinter den Wohnhäusern die Schuhfabrik. Zu ihren besten Zeiten beschäftigte sie 400 Arbeiter. Hier bin ich aufgewachsen. Und hier im Hinterhof stand die Schuhfabrik. Mein Vater starb 1941. Er war natürlich stark dezimiert durch die Haft. Das war noch mal ein großes Begräbnis, ja? Das war eigentlich das letzte große jüdische Begräbnis in Frankfurt. Und es waren praktisch alle Juden da, die noch in Frankfurt weilten. Und heute keine Spuren, nichts mehr. Bis auf eine unauffällige Gedenkplatte an der Hauptverkehrsstraße im Zentrum. Ja, es gibt so gut wie keine Erinnerung. Es ist eine einzige Straße hier in Frankfurt nach einem jüdischen Arbeiter benannt. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das wird nicht allzu lange sein. Der Mann war Kommunist. Und das ist aber das einzige Fellatstraße, die an ihn erinnert. Die vielen hochqualifizierten Rechtsanwälte, Ärzte, die es in Frankfurt-Oder gab, die Geschäftsleute, die praktisch das Geschäftsleben von Frankfurt an der Oder bestimmten, sind nicht in irgendeiner Weise hier geehrt worden. Es gibt keine Gedenktafeln, wo jüdische Bürger gewohnt haben und von dort aus verschleppt worden sind. Es gibt also keine Straßennamen. Man hat das Gefühl, als wenn mit diesem Gedenkstein doch wohl der Pflicht zum Gedenken Genüge getan sein soll. Auch drüben auf der Swubitzer Seite nichts. Der jüdische Friedhof verwildert und verbaut mit einem Motel. Und noch eine Spurensuche. An der Bebelallee bei der Roten Kaserne. Hier war einmal eine der größten sowjetischen Garnisonen. Es ist der 8. Mai. Früher war das ein Feiertag in Frankfurt-Oder. Kapitulation und Kriegsende. Die Stadt nach dem Erdbeben. Kein Wunder, dass der Kleist-Fan und PDS-Stadtverordnete Frank Hammer hier eine neue Zeit aus der alten entstehen lassen möchte. Auch um das brennende soziale Problem, die Jugendarbeitslosigkeit und Radikalisierung zu verringern. Ich träume von einem Jugendstädtchen, in dem also Jugendliche sich vielleicht selbstständig Wohnraum schaffen können und in dem sie auch Lebensformen ausprobieren können, die möglicherweise die Lebensform auch ein bisschen aufsprengen, die wir traditionell kennen. Und die sollen sich's erobern, die sollen sich's erarbeiten. Also hier soll richtig Arbeit für Jugendliche organisiert werden. Natürlich haben wir in Frankfurt auch ein rechtsradikales Potenzial, das will ich auch gar nicht leugnen. Und man kann denen nur, ich sag mal, das Publikum nehmen, indem man also mit Jugendlichen so schnell wie möglich sinnvoll tätig wird. Hier endet die 7-Tage-Reise durch die Grenzstadt zwischen den Zeiten. Am Ehrenmal für die russischen Soldaten schafft ein Rasenmäher Ordnung. Ansprachen und rote Nelken werden am nächsten Morgen an den 8. Mai erinnern. Thank you.
Frankfurt am Main. Diese Stadt kannte ich nicht. Überhaupt kenne ich westdeutsche Städte nicht gut. Auch wir drehten in der ersten Maiwoche 1998. Der Versuch, sich in einem kurzen Film ein Bild von Frankfurt am Main zu machen. Herr Gartenbach! Und hören Sie die Autobahn? Ja, ich höre sie. Ich habe hier mal Hörgerät da. Aber normal habe ich kein Hörgerät hier auf, wenn ich hier arbeite. Da brauche ich kein, da höre ich überhaupt keinen Krach. Aber wenn wir Besuch bekommen, gell, dann muss ich ein Hörgerät mitnehmen. Sonst kann man nicht richtig verstehen, gell. Also, Es geht. Und, für mich geht's nicht. Und wie lange haben Sie Ihren Garten schon? Seit 1947. Der Musikant heißt Vitalis Pojokowski. Er kommt aus Lemberg, Lviv in Ostgalizien, Ukraine. Leiterin im Literaturhaus Frankfurt ist Maria Gazzetti. Es gibt einen Satz von einem italienischen Schriftsteller, Landolfi. Das ist der Titel einer Erzählung. Das heißt, Mailand gibt es nicht. Und die erste Zeit, wo ich in Frankfurt war, habe ich oft gesagt, Frankfurt gibt es nicht. Frankfurt ist eine Vorstellung, etwas für mich, etwas Fiktives fast. Ein Konglomerat an Virtualität, an Fiktivität. Also das Leben, es mag ja sein, dass es damit zusammenhängt, wie ich natürlich in Frankfurt lebe. Aber es ist ständig ein Zusammenkommen von Empfängen, Messe, irgendwelche Feste. Und es kommt zusammen und es geht gleich wieder weg. Und dazwischen ist für mich irgendwo nichts. Es ist nicht so ein alltägliches Leben, eine Wiederholung, sondern ein fiktives Zusammenkommen, eine fiktive Gemeinschaft, die sich da immer wieder darstellt auf irgendwelchen Parketts, von der Oper bis zum Theater bis zur Bank.
mein Gefühl ist, die Leute kommen hierher, eben um aufs Parkett zu gehen und gehen dann weg. Sie leben wenig in Frankfurt, also sie leben in der Umgebung, aber wenig in Frankfurt. Deshalb kann ich von dem Leben nicht so viel sagen. Wir treffen Barbara Klemm, Fotografin in Frankfurt. Zu Gast aus New York ist Ellen Auerbach, 1906 geboren. Auch sie ist Fotografin. Die Jüdin emigrierte 1933 aus Deutschland. 88. Ja, und das war vielleicht... 85 war das. Und du hast... 1930. Also 35 Jahre dazwischen. Und da habe ich ein Bild vom Fassbinder. Genug? Also, danke, ja. Danke. Als er hier am Theater, am TAT gearbeitet hat, wie er angefangen hat, schönes Bild. Theater zu machen. Und er hat überhaupt keine Lust gehabt, sich fotografieren zu lassen. Das er kann gesagt, ich wäre erkältet und er wollte nicht und so. Und beim Rausgehen hat er gesagt, naja, da habe ich dann einfach drauf gedrückt. Er hat gesagt, ja, ist auch egal. Also er war dann sehr glücklich. Schön. Meine Mutter, die immer ein bisschen ironisch war, die hat gesagt, es kommt jetzt zu Besuch, sich wieder einer von den Karlsruher, von diesen Frankfurter Kassenschränken. Das ist eigentlich sehr gut. Das ist wunderbar. Ne? Denn da ist ja sehr viel mit Bank zu tun, Frankfurt. Das war damals auch schon so, ja? Ja, also ich glaube nicht, dass es so prophetisch war, dass es gesagt hätte, wenn es noch nicht so gewesen wäre. Und erstaunlich ist, sie hat immer genau getroffen und fast immer ein bisschen unfreundlich. Ne? Mhm. Ich meine, wenn ich ein Mann wäre, ich würde nicht gerne Frankfurter Kassenschrank genannt. Ja, und die Mama hat mir immer erzählt, dass sie, ihr wart ja zusammen auf der Kunstschule in Karlsruhe. Ja. Und wenn sie von Münster gekommen ist, von zu Hause, hat sie immer Stationen in Frankfurt gemacht, um die Altstadt anzugucken. Und das wäre eine Wunder, also eine der schönsten alten Städte gewesen, ja, um den Römer rum. Und da hätte sie immer Halt gemacht. Das erinnert mich überhaupt nicht, obwohl ich ja weiß, wenn sie hin und her gekommen ist. Und dann hat sie, dann bin ich so die ersten Jahre, das war so 60, 65, wenn sie mich besucht hat, sind wir in die Äppelweinwirtschaften gegangen. Und zwar auf der Schweizer Straße, also die nicht so Touristen, damals waren sie, so wie es war, das Ganze sowieso nicht sehr touristisch. Ja. Und dann hat sie immer gesagt, guck, da sitzt doch einer, wie so die alten Goetheköpfe. Das sind die richtige alte Frankfurter noch. Also das, ja. Da war, die kamen dann so mittags um vier, sind die in die Kneipen gegangen und haben da ihr Schöpfchen getrunken. Es war eine sehr andere Zeit. Und da fand man die wohl noch so ein bisschen. Katja Maurer ist zu Besuch in Frankfurt am Main. Sie wurde hier geboren und lebt jetzt mit ihrem Sohn in Berlin. Ich habe Freunde, Verwandte in New York besucht. Dabei ist einer, der aus Frankfurt kommt, ein jüdischer Überlebender, der dann nach New York ausgewandert ist. Und den habe ich dann gefragt, sag mal, und wie war das denn 38 in Frankfurt? Und dann hat er mir erzählt, er hat gesagt, weißt du, das waren nicht die Frankfurter. Das waren SA-Horden. Die Frankfurter haben das nicht gemacht. Uns hat niemand denunziert, das war organisiert. Das waren organisierte Horden. Und er habe deshalb sein positives Verhältnis zu Frankfurt nie verloren, obwohl ihm so etwas, er hat wirklich eine ganz schreckliche Lebensgeschichte, kann man sich ja denken. Aber die Frankfurter Bevölkerung hat, er hat mir dieses tolerante Bild, was ich von Frankfurt habe, auch sogar über diese Zeit gerettet.
ich glaube, ich muss erklären, warum das wichtig ist, dass ich das Gefühl habe, Frankfurt ist meine Heimat, weil meine Familie sich nicht als mein Vater sich nicht als Deutscher in dem Sinne empfunden hat. Ja? Er kommt aus einer jüdischen und kommunistischen Familie. Er hat dieses Kommunistische fortgesetzt. Wir lebten faktisch wie in einem Ghetto, weil in den 50er und 60er Jahren Kommunisten in Westdeutschland zu sein, war das Abartigste, was man sein konnte. Und Frankfurt aber hat trotzdem einen Schutzraum geboten. Es war liberal, zum Beispiel KPD-Funktionäre wurden, wenn sie für die hessische illegale KPD gearbeitet haben, nicht verhaftet und kamen nicht ins Gefängnis, sonst kam man ja ins Gefängnis. Und wir haben als Kinder natürlich dieses ganze kommunistische Ghetto völlig in uns aufgesogen und wurden eigentlich auch erzogen im Sinne, dass das eine feindliche Umgebung ist. Und deswegen, dass Frankfurt eben das alles im Grunde nicht so ernst genommen hat, die Leute in Frankfurt. Ja? Also ich habe dann eben keine Kerzen ins Fenster gestellt, weil das natürlich eine kommunistische Familie nicht machte. Ja, sonst macht man ja, also hatte man ja in den 50ern, 60ern, stellte man ja Kerzen ins Fenster. Ich glaube, am 17. Juni wurden in der Schule verteilt. Und ich habe mich dann geweigert, die anzunehmen, die Kerze. Für uns im Osten. Für euch im Osten, jawohl. Und aber das hat man, ich hieß dann an der Schule die rote Katja und hatte trotzdem viele Freunde und es war alles ganz normal, ja. Und ich habe auch erst, als die Mauer fiel, verstanden, dass ich ein totaler Westler bin. Und obwohl ich eben aus einer kommunistischen Familie komme und als Kind viel in die DDR fuhr und das ja eigentlich die wahre Heimat war, ja, die Heimat der Werktätigen, meine Heimat ist Frankfurt und all dieses Liberale, was man in Frankfurt in meiner Generation ja doch gelernt hat. Ja. Die Deutsche Bank. Hier arbeitet Dr. Donatella Ceccarelli. Sie berät Anleger. Okay. Io chiamo. E poi domani facciamo punto della situazione. Zwei Käufe. Hätte ich anhören können. Okay, die RMI Conference Call. Es gibt einige Regeln, die man kennen muss, die man beachten muss, damit man auch richtig vorgehen kann. Abgesehen von den natürlich volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Grundlagen, die dazu gehören. Und diese Börsen sind was Unheimliches für viele Leute. Ja, denn sie sind ja imstande, unheimlich in die Höhe zu gehen und genauso schnell abzustürzen und damit viel Geld eben verpulvern. Das ist nun mal so. Das ist per se die Situation, die wir auch immer wieder sehen im wirtschaftlichen Leben. Da gibt es immer wieder Krisen in dem Leben der Unternehmen und dann gibt es immer wieder Höhepunkte. Und die Fähigkeit, die Möglichkeit der Unternehmen zu überleben, liegt darin, dass sie sich immer neu überdenken können, immer neu definieren können. Und das ist also ein sehr lebendiges Signal. Aber was die Leute nicht sehen, die meisten nicht sehen wollen, ist, dass zum Beispiel die Börsen eigentlich auch ein Mittel sind, um den Unternehmen Kapital zuzuführen, ja, damit sie expandieren können, damit sie Arbeitsplätze schaffen können, damit sie sich durchsetzen können in den internationalen Märkten. Das ist einer der Aspekte. Also die Börse ist was sehr Lebendiges, denn an die Börse fließen die Informationen, die mit den Unternehmen zu tun haben. Ich habe gestern ganz vergessen zu fragen, wie Ihr Kind heißt. Alessandro. Alessandro. Alessandro, auf Italienisch. Ja. Und wie alt ist er genau? Klein, 19 Monate. Ja. Ganz klein. Frankfurt Höchst,
Die Fabrikanlagen der berühmten Farbwerke. Ganz in der Nähe wohnt Heinrich Gartenbach. Er ist 85 Jahre alt. Also das ist mein Onkel Heinrich, eigentlich mein Opa. Der einzige, den ich habe, ist also mein Pflegeopa, ja. Heinrich Gartenbach. Und wenn ich ihn vorstelle, dann würde ich sagen, das ist jemand, durch den ich gelernt habe, was Menschlichkeit ist. Au. Heinrich Gartenbach war Hilfsarbeiter bei Höchst. 2 Jahre Zuchthaus in der Nazizeit, Strafbataillon 999, danach wieder Höchst. Der Arbeiter von Aktie hat ja keine Ahnung gehabt, gell? Ich habe mich ein bisschen damit befasst gehabt, schon immer. Ja, ich erinnere mich, du hast immer Börsenkurse studiert, oder Heinrich? Nein, ich habe nicht gehandelt. Aber eine Begründung muss ich haben. Das, wieso kannst du als Sozialist Aktien haben? Ich habe das immer so begründet. In dieser Zeit, wo ich beschäftigt war, habe ich einen bestimmten Prozentsatz ausgebeutet worden, die ich nicht mit Geld zurückholen konnte. Die Möglichkeit hat mir jetzt bestanden, die Aktien. Wenn die Dividende gekommen sind, habe ich gesagt, das ist der Teil meiner ausgebeuteten Arbeitskraft. Den habe ich rechtsmäßig zwar rückwärts gesehen, gell? Vorwärts gesehen wusste man ja noch nicht. Aus Apulien zu Besuch die befreundete Familie Rizzelli. Sie gehörte zur ersten Gastarbeitergeneration in Frankfurt Höchst. Sind denn eigentlich damals Anwerber gekommen, um sie nach Deutschland zu holen? Oder nee, damals war mein Onkel. Mein Onkel war schon in Liedewag. Und dann sind mir nachgekommen, mein Bruder und eine Cousine noch. Die haben alle in Liedewag gewohnt. Ja, war mir so. Nicht die ganze Familie, aber ein bisschen. Ja, da sind die Kinder eher in Deutschland geboren. Mein Sohn ist schon 30 Jahre alt, der erste Sohn. Ja, meine Tochter ist 22, ist auch in Liedewag geboren, also in Ochskrankenhaus. Ja, dann haben wir gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt geht mir heim. Da haben wir eine schöne Wohnung gemacht. Na ja, was wollen wir noch? Also, langsam geht weiter. Jetzt haben wir ja bald gemeinsam den Euro, ne? Ja. Ja. Da gehören wir alle. Aber wie das geht, dann weiß man nicht. Wie geht's? Hören wir alle. Wer zusammen verdient? Naja, im Großen und Ganzen. Die Aktionäre. Im Großen und Ganzen begreife ich, dass Europa mal ein zusammenhängendes Wirtschaftssystem gibt. Und ich begreife das schon, aber da muss noch vieles. Eigentlich zuerst die Löhne, die Miete, die Sozialabgabe, die müssen ja auch irgendwie in eine Relation kommen. Gell? Das, solange die durch billige leben und weniger Steuern bezahlen, da reisen unsere ab. Da über das billige, produzieren nur drüber, das weiß man ja nicht. Wenn das lang so bleibt, aber wir rechnen halt damit. Nee, es gleicht sich an. Also ich habe zu meiner Frau immer gesagt, diejenigen Staaten, die einen hohen Lebensstandard haben, aber die bei uns in der EG sind und einen niedrigen Lebensstandard haben, wir müssen ein bisschen nachgeben und die müssen ein bisschen mehr. Dann wird sich schon so einen Ausgleich geben. Wenn es so sein soll, wie es also wünsche, war es nicht. Aber ich könnte mir das vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, ich stehe zugunsten der Bevölkerung, die schlechter lebt wie mir, die ich gern meinen Lebensstandard ein bisschen runtersetzen.